könnte aber auch was anderes gewesen sein. So, wir sind zweite Untergeschoss, erste Untergeschoss. Erste Untergeschoss. Zweite Obergeschoss. Boah, Alter, das springt aber heute richtig heftig mit den Videos hier, wa? Und der Behinderte. Sieh da, und wo ist der Doktor? Wo bitte ist der Doktor? Dieses dumme Schwein. Oh, eine zweite Knarre. Sandy. Oh, sie lässt. Ist egal, scheiß blutstillende Pille. Kack drauf. So, hier sind wieder die Blutreserven, die wir nicht mehr brauchen. Pistolenmunition nehmen wir natürlich mit. Gibt's nichts weiter. Gibt es noch ein Erste-Hilfe-Spray. Die ist fest verschlossen. Oh. Ich weiß nicht, was das gerade schon wieder für ein Geräusch war, aber... Ich möchte auch wissen, wie man aufs Dach kommt. Ich habe das ja eigentlich freigeschaltet, aber irgendwie will es nicht so wirklich. Also sind wir aber schon mal richtig. Glaube ich jedenfalls. We have to go. We have to go. Oh my God. Scheiße. I found it. Oh, wait. Ja, gut, drei Erste-Hilfe-Sprays. Ist ja auch in Ordnung, ne, Schätzchen. Ich will nur noch mal schauen, wo es hier überall lang geht. Blutstillendes Mittel, ne? Ja, brauchen wir nicht. Liegt nichts Wertvolles. Können wir höchstens nochmal speichern. Warum auch nicht. Ja, gut. Dann hat man eben noch eine Tür rechts. Ich finde überhaupt gar keinen speziellen Material hier, ne? Also ich spiele jetzt viel ruhiger als eben, weil ich habe es ja da eben nach den zwei Malen da durchgeschafft. Da bist du natürlich ein bisschen gelassener dabei der Sache, aber... Okay. Zentraler Warteraum. Oh. Oh mein Gott. Oh, oh.
Ich war auch mir sicher, dass es eigentlich irgendwo eine... Muss ich gleich wieder aufnehmen, nicht vergessen. Okay. Alles klar. Ist das noch was hier? Nee, auch nicht. Ja, dann komm. Das. Nachtschalter. Ach, hier siehst du. Und noch mehr Muni. Ich würde ihr gerne welche abgeben. Warte mal. Liegt hier vielleicht noch irgendwas anderes, was ich aufnehmen kann? Oh. So. Machen wir mal das mal. So, jetzt. Jetzt machen wir das. Dann geben wir ihr die hier. Schnellfeuerpistole. Okay. Die tauschen wir gegen die. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was das mit dem... Habe ich das jetzt eben schon gedrückt gehabt? Nee, ne? Nee. Doch, oder habe ich schon? Ach, was weiß ich. Gut, Cindy, du bist also definitiv gewappnet. Also wir müssen jetzt ins zweite Untergeschoss, ins erste Untergeschoss. Dann müssen wir die Karte benutzen, die Schlüsselkarte, die ich jetzt hoffentlich auch noch habe. Jawohl. Das hier ist nur eine Abkürzung zum Fahrstuhl, glaube ich. Keine Egels mehr, das finde ich gut. Jawohl. So, erste UG. Und von da kommen wir dann wieder ins zweite UG. Hier sind diese verfickten Drecksegel überall. Oh. War gefährlich. Cindy, mach da bloß keinen Scheiß mit dir selber.
da noch was irgendwie? Nope. Das Schade ist auch, dass Cindy, also ich weiß nicht, wie es mit dem Doktor ist, weil den sehen wir ja nie, dass sie nie auf die Egel schießen. Das muss immer ich machen. Das ist reichlich nervig. So, einmal hier lang. No, no, this can't be. No, no, can't be. Alter. Muss ich jetzt ernsthaft? Oh, gut. Oh, God, help me. Entschuldigung, Maus, das ist ja ärgerlich gewesen. Aber du hast ja 3 Highsprays. Und natürlich hast du dafür die ganze Muni gedroppt, du dumme Kuh. No, no, this can't be. Glaub das nicht. Egal. Wir haben, was wir brauchen. Wir werden jetzt diese Stage, diese grausame Stage verlassen, die jetzt nicht mehr so grausam ist. Nerven halt diese Egel. Ne? Eigentlich ist es jetzt okay. Man könnte jetzt hier easy noch alles durchsuchen. Das Problem ist da nur auch wieder, der Pegel von meiner Dingsbums, der wird nicht eben mal weniger. Meiner Virusinfektion. Ist auch schön, dass hier die zweite. Ich gebe mir diese ganze Scheiße zum Ballern. Und dafür ist eben wieder. Und da seht ihr wieder der Doktor. Der benutzt diese Waffen wirklich. Dem gibst du was zum Ballern und der verballert das. Ich glaube, der Schrotflinte hat eine Pistole, der macht das auf dem Schwierigkeitsgrad. Aber sie hier macht das leider nicht, wie ihr seht. Also ist ja schön, dass die alle verschiedene Charaktere haben, aber dann lass doch den scheiß Doktor. Ich mag sie tausendmal lieber. Ist ein gutes Kind, aber dann lass doch diesen scheiß Doktor mit mir rennen. Der ist die ganze Zeit nur weg. Der macht nichts anderes als weg sein. Also wer von euch den geil findet, weil unser Geschmacksverirrung. Oh, halt. Ich geh nochmal speichern. Help me, what should I do? Und da bricht der denn heute für Video. Scheiße. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin ja im zweiten Untergeschoss, Idiot. Oh. Okay, Cindy, komm. Einmal Galopp an den Viechern vorbei. Muss klappen. Hat geklappt. So. Und dann haben wir das doch auch. So sieht's aus, 54%, ja. Ne? Das sollte man langsam mal machen. Und ich kann leider sie nicht auffordern, hier in dem Spiel das zu benutzen. Er läuft hier rum mit so einer bekackten Krücke, dieser Spasti, Alter. Die ganze Zeit wartet der hier in dem Raum. Blöde Sau, ey. Was ich machen könnte, steigen wir jetzt schon ein oder können wir noch. Da habe ich gerade über was nicht nachgedacht. Yo. Okay. Cindy? I need that, man. This is it. Cindy, Schatz, gib mir bitte diese Pistole. I need that, man. This is it. So. They're not stopping. Und du, Wichser. Nein! Oh, ey. I need that, man. This is it. Dieser Wichser. Thank you. Help me.
No? Come on! Er will's nicht. Er ist ein Hurensohn. Das wird er auch immer bleiben. Ein Scheißcharakter. Soll er verrecken, der Wichser. Und sie benutzt die Knarre halt nicht. Was für ein Vollaffe, Alter. Ich hoffe, du verreckst beim Bosskampf. Gut, ich habe noch nie mit einer Schnellseilenschießpistole gegen den gearbeitet. Das wusste ich nicht, dass die hier gibt. Dann müssen wir den eigentlich ganz einfach umpusten können. Denn Cindy wird leider... Oh, sie schießt. Hervorragend, gutes Mädchen. Cindy. Kommt, Leute, kommt. Jawohl, haben wir. Sehr schön. Ja, ihr solltet dann vielleicht mal was zum Heilen nehmen. Wäre ganz sinnig, glaube ich, ne? Aber tut auch nicht zur Sache. Weil wir noch nicht viel sind. Am besten fällt jetzt noch einer von denen tot um. Dass sie sich auch nicht aufladen, ne? Das ist so hohl. Aber ich finde es gut, dass sie mir mitgeballert hat. Das finde ich gut. Das habe ich so selten gehabt. Oder eigentlich gar nicht, weil ich nur einmal gespielt habe. It's official. I hate insects. And if that weren't enough, my clothes and shoes are ruined from trudging through this damn sewer. Ja, Dennis Rodman, denn das ist dein einziger Kummer. I guess that's a small price to pay for still being alive. I wonder how long my luck's gonna last. Solange wir spielen, hält es durchgehend an. 65%. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 61 oder so. Überlebt 3 von 3, ein Spezialobjekt. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viel es hier gibt. Es ist schon... Du bist halt immer dieses dämliche... Das macht auch immer noch viel aus, dieses dämliche Virusmeter, ne? Also ich hätte ja jetzt eben noch Zeit gehabt, ich 54% gehabt, aber wenn du... Hast, ihr habt ja gesehen, wie viel das hochschnellt, wenn du einen Treffer abkriegst, ne? Können wir uns gleich mal angucken. Ja, und das wäre das nächste Inferno. Das nächste Inferno, genau. Das wäre das nächste Level dann quasi. Das werde ich dann aber quasi auch wieder auf der PlayStation durchspielen und dann wieder hier. Also, ne? Sollen die Daten überspeichert werden? Verschrieben werden? Ja, wollen sie. Also dieses, dass das nicht selbst speichert, das macht mich auch ein bisschen kirre.
sehr schön. Ich finde übrigens den Soundtrack in dem Spiel hier ziemlich gut. Der ist sehr stimmig. Also eigentlich sind diese Spiele, bis auf das mit dem Problem mit der KI und sowas und dem Schwierigkeitsgrad, der ganz gut knackig ist, wenn du auf normal spielst, eben durch die noch schlechter werdende KI, durch die Schreibmaschinenkacke da, dass du nur dreimal speichern kannst, ne? Und ein paar anders geparkte Gegner. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mir gestern mal durchgeguckt, was man da in dem ersten Level alles machen kann. Das hatten wir ja durchgespielt und im zweiten auch, ne, was man noch holen kann auf normal. Und weiß ich zum Beispiel aus dem Kopf noch, dass ich gestern Nacht gesehen habe, dass wenn du da beim zweiten Abschnitt in der Eiseskälte da, wenn du dann die Bahn da am Ende startest, bevor du hochfährst, da hatten wir ja einen Zombie stehen oder zwei Zombies und da würden dann zwei Hunter stehen. Na? Also nachgeguckt, Schaden oder sowas, mehr Schaden nehmen und so ein Kram tust du immer gleich, also bei beiden Schwierigkeitsgraden. So, das mal, um was zu erklärt zu haben. So, dann haben wir die Sammlung. Okay, 4473 Punkte. Donnerwetter. Mehr als auf der PlayStation. Scheiße eigentlich. So, was mich jetzt natürlich wundert immer, ist eine Figurengrafik. Kann ich machen. Und ich kann ja dieses Outfit-Kram machen. Was bringt mir das? NPC in Ausbruch. Was bedeutet das? NPC in das Nest. NPC in Eiseskälte. Was bedeutet das, dass ich das machen kann? Wir werden jetzt erstmal Filme 500... Das ist natürlich so bescheuert, ne? Jetzt kannst du dir die ganzen Einleitungen und Schlussfilme... Das sind jetzt die ganzen Filmsequenzen, die wir sowieso schon gesehen hatten. Ja, im Prinzip... Oder sind das extra Filmszenen? Nee, das sind alles die Sachen, die wir schon erlebt haben. Ja. Das Nest, HGM. Ach, das sind dann die Musiken, ne? Sound, ja, genau. Und extra. Keine Ahnung, was es da wohl gibt. Ich glaube, das sind Exclusives. Ich meine, erlesen zu haben, dass du. Nein. Das habe ich gestern diesen Video gesehen vom ersten und vom zweiten Level, wie man es auf normal mit allen Sachen spielt. Was ich natürlich trotzdem nicht machen werde, aber egal. Nein, da habe ich gesehen, dass Jim ein Spezialoutfit anhat, das er auswählt vorm Spielen und die werden dann wohl hier sein, nehme ich mal an. Oder auch nicht. Aber ich glaube, das heißt das schon extra, ne? Okay, machen wir einfach nur mal so zur Probe. Nein. Oder doch, machen wir mal zur Probe, weil die werde ich sowieso nicht benutzen. So, haben wir was gekauft. Zum Hauptmenü. Figurenprotokoll. Figurennutzung, 25%. Ach so, okay. Okay, das ist ja cool. Ausbruch Eiseskälte. Ach so, ich... Ausbruch normal. Ich habe eben gerade gedacht, wegen der Ausbruch von der Krankheit, von dem... Minuten haben wir dafür nur gebraucht. Nervige 34 Minuten. Darts- und Punktetabelle. Okay. Will ich mir gerne mal 100%, echt so einen kompletten 100%. Ich steige noch nicht ganz durch. Aber egal.
Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Hat mir Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich werde wahrscheinlich dann nachher irgendwie Uncharted 2 spielen online oder ich spiele wie heißt es gleich? Oder ich spiele Suikoden 2 nämlich weiter auf. Vielleicht spiele ich aber auch das Spiel hier. Ich habe da richtig Bock drauf. Gucken wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Feierabend. Einen schönen Heimweg von der Schule. Macht brav eure Hausaufgaben. Lasst euch den Tag nicht versauen von irgendwelchen Pennern. Vor allen Dingen nicht morgen, wenn ihr wieder raus müsst. Ihr geht nämlich raus und macht was. Und das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und dann solltet ihr euch von irgendwelchen Pennern, die da rumtrollen sich und versuchen euch blöd zu kommen. So, ignoriert die, geht geradeaus weiter, lebt euer Leben, habt Spaß. Leben ist nur kurz. Also, euer Die Shepherd 82. Ciao, ciao.